Guten Morgen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie besprochen werde ich wieder mal einen Vlog machen und aus diesem Grund sitze ich jetzt hier. Jetzt geht's erstmal in die Dusche und was dann so ansteht, lassen wir, würde ich mal sagen, auf uns zukommen. Fertig mit Duschen, jetzt zeige ich euch was Geiles. Ich habe mir nämlich eine neue Zahnbürste gekauft. Die ist elektrisch, voll geil und vegane Zahnpasta. Die ist übrigens total empfehlenswert. Soll jetzt auch keine Werbung oder so sein, aber die ist echt geil. Super Coco heißt die. Die gibt es beim DM, glaube ich. Und die ist echt Hammer, muss ich sagen. Haare müssen natürlich auch wieder passen, wobei die ja im Moment echt kacke aussehen. Also irgendwie daran liegt, dass jeder Friseur im Moment dicht hat wegen Lockdown und so. Was ich davon halte, ist meine Geschichte, was ihr davon haltet, eure. Also da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und jetzt würde ich sagen, mach mal Frühstück. Ja, eigentlich wollte ich jetzt Frühstück machen. Das Ding ist nur, die Küche ist dreckig, weil ich gestern zu faul war, sie aufzuräumen. Deshalb räume ich sie jetzt auch erstmal auf, würde ich sagen. Wie ihr sehen könnt, habe ich die letzten Monate wohl oder übel ein paar Kilo zugenommen, was einfach daran liegt, ich kann nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Es war Weihnachten, wo man sowieso viel frisst. Und genau aus diesem Punkt habe ich gesagt, ich musste jetzt wieder ein bisschen an mir arbeiten, damit das etwas besser wird. Aus diesem Grund möchte ich mir jetzt täglich Smoothies machen. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Hierfür habe ich Himbeeren, Ananas, eine Mango, Brombeeren und Blaubeeren. Und für die Flüssigkeit natürlich auch ein bisschen Sojamilch. Das Coole ist bei Ananas, die kann man recht gut so ausschneiden, dass man wirklich die von der Natur vorgegebenen, ja, wie soll man sagen, diese komischen Waben da quasi einfach ausschneidet. Dann hat man immer jeweils ganz kleine Portionen und die eignen sich halt echt hervorragend für Smoothies. Was auch nicht fehlen darf, ist eine Mango, denn ich persönlich, ich liebe Mango, viele Leute mögen es ja nicht. Aber ich finde halt einfach eine Mango, die gibt den Ganzen so einen gewissen Touch vom Geschmack her. Und von daher denke ich, ist das eigentlich eine recht gute Idee, da eine Mango reinzumachen. Was auch noch lecker wäre, was ich jetzt aber in dem Fall nicht mehr habe, sind Avocados, die mache ich normalerweise rein. Es gibt den Ganzen meiner Meinung nach so etwas, ja, vom Geschmack her ist es halt dann einfach so ein bisschen wie Butter, finde ich. Und das macht das Ganze relativ geil. Und ja, dann würde ich sagen, check. Bisschen zu viel Sojamilch, ein bisschen Zucker könnt ihr gebrauchen, aber Zucker möchte ich jetzt bewusst nicht reinmachen, weil Zucker halt nimmt man sowieso schon viel zu viel zu sich und dann brauche ich es nicht auch noch im Smoothie. Ich bin jetzt soweit mit Frühstücken fertig, eigentlich wollte ich jetzt einkaufen, das Ding ist nur, dass das Wetter draußen nicht gerade der Burner ist. Aus diesem Grund werde ich die Kamera und das Gimbal hier lassen und wir sehen uns dann, wenn ich retour bin. Ja Leute, ich war jetzt einkaufen, ich habe einen Rasierer gekauft und mich rasiert, denn das war auch mal wieder Zeit, denn wenn die Haare nicht passen, muss wenigstens das Gesicht passen. Ja, jetzt kommt gleich der Kollege vom Kanal Florian Schütz, der wird bei mir aufnehmen
Und ich denke, da nehme ich euch mal mit, damit ihr mal seht, wie das so abläuft, wenn ich für andere Leute aufnehme. Soweit aufgenommen, jetzt geht's erstmal ans Futtern und dann nehme ich euch selbstverständlich mit. Ja, ich habe jetzt soweit was gegessen. Der Flo ist jetzt auch weg. Wir haben noch ein bisschen getalkt. Es ist jetzt auch 10 Uhr, glaube ich. Und ich werde mich jetzt an den Schnitt der Videos machen. Und das war's dann auch für heute, denn viel wird nicht mehr passieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. In Zukunft wird wieder mehr Content kommen. Hiermit bin ich raus. Ciao.